In den nächsten 5, 6 Wochen möchte ich euch vermehrt Interviewgäste vorstellen. Und genau da fangen wir heute direkt an. Der heutige Gast ist Pilot, Ehemann, Papa, hat ein Flugangst-Coaching, ein Training-Coaching und noch viel mehr. Doch bevor ich zu viel verrate, wünsche ich dir super viel Spaß mit Sokjae Kim, einem wirklich sehr, sehr netten Menschen. Und vor allem hoffe ich, dass du viel lernen kannst. Er hatte viele Höhen, aber auch echt viele Tiefen und er musste lange durchhalten, bis er seinen Traum verwirklichen konnte. Wie du das auch schaffst und wie du das resilient machst, das verrät er dir heute. Vom Stresspreneur zum Chillpreneur. Lerne entspannt erfolgreich zu sein. Weil Stress kein Statussymbol und Burnout kein Standard sein darf. Heute haben wir in dieser Episode jemand ganz besonders zu Gast. Er ist Pilot, Papa, Ehemann, Cockpit-Buddy, Finance-Buddy, noch viel mehr. Bevor ich zu viel sage, stell dich gern selbst vor. Wer bist du und was machst du nicht? Hallo, liebe Leute. Mein Name ist Sokjae Kim. Ja, ich bin, wie gesagt, Papa, 43 Jahre alt, wohne im beschaulichen Schwalbach im Taunus in der Nähe von Frankfurt. Ja, und in erster Linie bin ich, glaube ich, zurzeit Papa. Oder was kommt danach irgendwie? Ja gut, ihr habt ja auch 2 so Wirbelwinde zu Hause, ne? Da ist wahrscheinlich gut was los. Das stimmt. Der Kleine wird jetzt 1 Jahr alt und der Große ist jetzt 3 Jahre alt geworden. Von daher, die halten einen schön gut auf Trab, ja. Ja, das glaube ich. Und das noch in den schönen Sommermonaten, wo es so unfassbar heiß ist, da ist gut was los. Ja, es ist schon ein bisschen warm jetzt zur Zeit, ja. Hoffentlich wird es ein bisschen kühler jetzt bald demnächst. Ja. Was mich interessieren würde und auch die Hörer und Hörerinnen ist, du hast ja viele Standbeine. Also wir haben es ja schon angesprochen, natürlich Papa, Ehemann, aber auch Pilot. Gleichzeitig gibt es den Cockpit-Buddy, den Finance-Buddy. Wie priorisierst du denn? Was machst du alles und wie viel von was machst du wann? Das ist eine gute Frage. Also ich habe zum Glück, ja, ich habe das Glück, dass ich nur Teilzeit fliege. Ich fliege bei einer großen deutschen Airline. Und da fliege ich aber nur Teilzeit, ja. Und die restliche Zeit. Was heißt Teilzeit? Ich fliege nur 70%. Okay. Ich kann nur 70%, ich kriege nur 70% Gehalt natürlich. Aber ich nehme auch ganz viel Elternzeit, ne? Das ist mir wichtig, dass ich da so ein bisschen zu Hause bin. Und da habe ich natürlich große Flexibilität, ne? Ich habe dann in normalen Monaten habe ich dann so 2 bis 3 Umläufe. Dann bin ich so 2 bis 2 Wochen ungefähr weg. Ne? Okay. Aber immer wieder, also wie stelle ich mir das vor? Sorry, dass ich da gerade einhake. Also ja, wie lange bist du unterwegs? Ja, ich fliege montags los und dann komme ich am Donnerstag meistens wieder oder so. Okay, no, das klingt ja so nach einer genau. ganz guten oder am Montag weg und am Mittwoch wieder zurück oder sowas, genau. Okay. Und das so 3, 4 Mal im Monat. Also okay. 3 Mal. Bei mir 3 Mal ungefähr. Okay. Für normalen Vollzeitpiloten wären es so 4 bis 5 Mal. Ja. Mhm. Genau. Ja, und das ist für mich schon Erholung mittlerweile, ja. Das habe ich früher nie verstanden, aber meine Kollegen haben immer gesagt, ja, vor allem die Mütter haben immer gesagt, ja, fliegen wäre für sie, also auch in der Kabine, gesagt, das wäre wie Urlaub, ja. Und ich, mittlerweile verstehe ich auch, warum sie es gesagt haben. Ja, wie lange fliegst du? Ich fliege jetzt schon 17 Jahre ungefähr. Ja. Und früher war Fliegen anstrengend, aber seitdem ich Kinder habe, weiß ich, dass Fliegen Erholung sein kann. Einmal eine Frage der Perspektive. Ja, du hast mal gesagt, ich erinnere mich nämlich an den Spruch, du meintest, boah, als du angefangen hast zu fliegen oder gerade Langstrecke, dass es dir, boah, so Nachtflüge und so ist echt anstrengend, wenn man heimkommt. Und dann meintest du, oh, und dann hatten wir ein Baby und dann dachte ich, das ist anstrengend. Jetzt haben wir 2 Babys und irgendwie, das ist eigentlich anstrengend. Dann habe ich einfach aufgegeben, habe ich gesagt, okay, jetzt halte ich einfach meinen Mund, ja. Ich habe hier Nachbarn, die haben 3 Söhne, ja. Und dann habe ich gedacht, so, Respekt, ja. Und ich habe gerade noch jemanden getroffen, der hat 4 Kinder. Also von daher, bin ich immer eine Frage der Perspektive. Ja. Du machst das Ganze ja sehr humorvoll und ich habe das Gefühl, du bist immer recht lebensbejahend und locker. Gab es auch Phasen, wo du sagst, hey, boah, ganz ehrlich, ich liebe meinen Job, mein Leben, meine Familie, aber irgendwie wächst mir alles über den Kopf? Ja klar, also die Tage gibt es natürlich immer wieder. Ne? Also das heißt, dass ich sage, dass ich vom Aufgeben bin, das natürlich nicht, aber wo ich sage, hey, ich bin genervt von meinen Kindern, das wird jeder mal gehabt haben in der Erziehung, wenn die Autonomiephase losgeht, dann ist nicht alles schön. Ne? Also wenig Schlaf und dann noch so ein kleiner Rebell, der seine eigene Meinung hat und sowas, was ja cool ist, ja, auf der einen Seite und total schön ist, aber auf der anderen Seite natürlich auch für mich als Vater, als Person, als mega herausfordernd ist mit der Geduld und so. Genauso ist mit dem Job auch. Ne? Zurzeit ist ja, alle haben es mitbekommen, die Flüge werden gestrichen, es gibt zu wenig Personal da und die Firma streitet sich mit dem Piloten oder sonst irgendwie. Das ist natürlich alles auch nicht schön. Ne? Das ist auch belastend.
Aber ich sag mal, wenn ich dann in dem Element drin bin, zum Beispiel beim Fliegen oder so, sobald die Türen zugehen und wir in der Luft sind, ist das für mich immer noch der allergeilste Job. Ne? Das muss ich schon sagen. Aber das ist echt so, so cool. Genauso ist es mit den anderen Standbeinen, mit Finance Buddies und Cockpit Buddy. Wenn ich da drin bin und das mache, dann macht das mega, mega Spaß. Ne? Aber es gibt natürlich auch Tage, aber die sind natürlich sehr, sehr gering im Verhältnis, wo du sagst, ey, mache ich das, will ich das überhaupt machen? Habe ich da Bock drauf oder sonst irgendwie? Bei Kindern hast du gar keine Wahl, da bist du natürlich durch. Kannst nicht zurückgeben, hast keine Garantie mehr. Aber ja, aber man wächst auch mit seinen Herausforderungen, das stimmt dann auch. Ja, yeah, the point of no return has passed, ne? Also wenn man mal so weit ist, genau. Nein, ich will die auch nicht missen, ne? Aber klar, also für mich ist das auch das Schönste, aber auch mit das Herausforderndste zur Zeit für mich, ja. Das glaube ich. Momentan, du hast es ja gerade schon angesprochen, ist ja eine sehr besondere Zeit, gerade was das Fliegen angeht. Ist es bei dir auch so, dass irgendwie kurzfristig viele Flüge verschoben, gecancelt, geändert werden? Oder hast du so, ich weiß nicht, kriegt ihr monatlich den Plan? Oder genau, wie kannst du planen? Wir kriegen immer am 27. Plan für den nächsten Monat. Also das heißt, 4 Tage vor Beginn des Monats kriege ich meinen Plan. Ich kann noch ein bisschen darauf Einfluss nehmen, aber ich habe jetzt sowieso sehr viel Urlaub und Elternzeit genommen. Das habe ich auch beim ersten schon sehr viel genommen. Auch während der Corona-Zeit habe ich es. Mein Arbeitgeber wird mir hoffentlich danken dafür, dass ich unbezahlten Urlaub genommen habe. Ja, aber ich habe sehr viel Elternzeit genommen, einfach um mit den Kids einfach mehr Zeit zu verbringen. Und ja, das macht natürlich dann am meisten Spaß. Also ich bin jetzt länger Zeit nicht geflogen, seit 3 Monaten ungefähr. Mhm. Und ich hätte jetzt eigentlich jetzt diese Woche starten sollen, mit Simulator wieder und dann direkt nach Vancouver. Aber wie du jetzt weißt, ja, ich habe jetzt hier eine Handgelenks-OP gehabt und deswegen bin ich jetzt nochmal außer Gefecht für 2 Wochen. Ich hoffe, dass es bald besser geht, dann kann ich im August nochmal fliegen gehen, weil ich vermisse es schon. Ja. Na, das verstehe ich. Und du, also ich meine, du hast ja einen recht flexiblen Arbeitsalltag. Es ist ja nicht so, dass du sagst, du gehst um 8 ins Büro, um 12 ist Mittag, um 5 gehst du nach Hause. Es ist ja irgendwie jede Woche anders, wie du gerade schon angesprochen hast. Hast du denn da auch noch Zeit für sowas wie Hobbys? Also im Moment habe ich keine Hobbys. Nein, also ich habe, was heißt Hobbys? Also ich, vor der OP habe ich natürlich versucht, Sport zu machen, weil für mich das mehr wie, ja, es ist für mich Erholung. Ne? Es ist für mich meine Zeit, die ich nutzen kann für mich. Und es ist nichts, was ich jetzt sage, das ist auf Teufel komm raus oder sonst was, aber es tut mir gut oder es tut mir gesundheitlich gut, mental auch gut. Und deswegen fordere ich das eigentlich ein, dass ich so 3-4 Mal die Woche Sport gehen, ins Sport gehe. Und dann bringe ich den Kleinen in die Kita oder ja, bald jetzt die 2 Kleinen in die Kita und dann gehe ich direkt in den Sport und habe das dann so 3 bis 4 Stunden die Woche habe ich dann für mich und das ist für mich auch sehr, sehr wertvoll. Ja. Die brauche ich auch. Ja. Also die brauche ich auch, meine Frau weiß es auch. Und die anderen Hobbys habe ich zum Job gemacht, mit Cockpit Buddy und Finance Buddies, Leuten zu helfen. Ja. Deswegen. Da möchte ich auch unbedingt drauf eingehen, weil dir war doch als Pilot sicherlich echt nicht langweilig. Und ihr hattet ja damals noch die Wedding Pilots, oder nicht? Die habt doch auch Hochzeiten fotografiert, das hast du ja auch noch gemacht. Ja, irgendwann haben wir eingesehen, dass es zu viel ist, ja. Aber im Endeffekt macht es einfach Spaß, den Leuten zu helfen, sei es mit schönen Fotos oder halt denen die Flugangst zu nehmen oder halt was finanziell mit Finance Buddies den Investieren und Finanzen und Trading beizubringen. Das macht einfach so viel Spaß, weil du halt siehst, wie die Leute sich verändern. Ne, das ist ja quasi wie so ein kleines Kind in Anführungsstrichen, ne, dass du dann hilfst, laufen zu lernen oder sonst irgendwas. Und das macht einfach so viel Laune einfach. Das ist echt sehr, sehr cool. Lass uns kurz einmal durchgehen. Der Finance Buddy, du hast gerade schon angesprochen. Was macht ihr genau und wie funktioniert das genau? Also Finance Buddy ist es so, dass ich das mit dem Kumpel mache, den Alex. Und wir zwei haben sehr, sehr viele, wir haben uns kennengelernt über das Trading. Ja, wir haben Trading-Seminar besucht, Finanzseminar besucht und da ist eine große Freundschaft entstanden. Und zu Corona haben uns dann viele Leute angeschrieben, Freunde von mir haben gefragt, hey, kannst du mir das nicht beibringen mit Trading? Ne, weil ich waren viele selbstständig, viele Hochzeitsfotografen dabei, die haben natürlich im Anführungsstrichen keine Einkommensquelle mehr hatten oder sowas. Ja, schon krass. Und die wussten, dass ich halt natürlich sehr viel trade und sehr viel investiere und mit Finanzen mich da ein bisschen auskenne. Und ja, dann habe ich das denen beigebracht. Und so ist Finance Buddies entstanden. Und dann machen wir das jetzt mit dem Alex, gebe ich dann so Seminare für die Leute, die es interessiert. Wir machen das auch nicht regelmäßig, sondern halt immer nur nach Bedarf. Wenn genug Leute da sich gemeldet haben, sagen wir, okay, dann machen wir mal wieder ein Seminar. Und dann bringen wir den Leuten es bei, wie sie traden können, wie sie finanzen, wie sie investieren können und sowas. Und dadurch ist diese Firma entstanden, mehr oder weniger. Ne? So quasi aus dem Nichts heraus. Ja. Und das macht mega viel Spaß, weil wir, der Alex und ich, wir haben einfach mega Spaß an diesem ganzen Trading-Thema, an dem ganzen Thema Finanzen oder sonst was. Ja, ich finde es einfach mega, mega spannend, was da für Möglichkeiten gibt und was man da nutzen kann. Ne? Ja. Und viele Leute kennen das gar nicht, ja, da draußen. Ne? Ich meine, du bist ja auch in der Finanzwelt tätig gewesen, ne, in dem Krypto-Bereich und so. Ja.
Ja, aber es ist schon mega spannend, was da an den Märkten gerade los ist. Und auch gerade jetzt dieses Jahr, wir haben jetzt Mitte 22, wir stecken jetzt eigentlich mitten schon in der Rezession. Wie man da trotzdem noch Gelder an der Börse generieren kann. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil viele Leute ackern sich halt wirklich ab. Und ich kenne das ja auch, bevor ich angefangen habe als Pilot, war ich arbeitslos und habe beim Umzugsunternehmen gearbeitet. Ja, erst im Büro und dann aber auch draußen dann bei Umzügen. Und bei solchen heißen Temperaturen, weiß ich noch, habe ich so eine 200 Quadratmeter Wohnung umgezogen, mit dem Team, aber sechste, siebte Etage ohne Aufzug, ja. Ey, das ist echt schwer verdientes Geld, ja. Und wenn du weißt, dass du an der Börse mit demselben Zeitaufwand ein skalierbares Einkommen generieren kannst, ja, ist es halt, ja, muss man den Leuten sowas beibringen halt auch so, ne, eigentlich. Ja. Das erinnert mich an einen Ferienjob. Ich habe früher in so einer Chemiefabrik gearbeitet, also auch so die Sommerferien, und es war alles so mit Schutzanzug und alles immer, weil es viele giftige Substanzen waren, und dann musste ich immer kommissionieren, und man stand den ganzen Tag einfach nur am Fließband und hat gezählt, sind die richtigen Flaschen in der richtigen Kiste, und wenn ja, dann drückst du ja, wenn nein, dann nein. Und das machst du einfach mal 8 Stunden. Und ich erinnere mich, jeder in dieser Firma hat zu mir immer gesagt, lern was, Mädel, mach was aus deinem Leben, ende nicht hier. Und das ist immer so mein Gedanke, okay, krass, hey, das ist auch super schwer verdientes Geld. Klar, in einer Form irgendwie stupide, wenn man nur Ja-Nein klickt, aber man ist spätestens nach einer Stunde so durch. Und wenn es dann noch so heiß ist, also ich weiß, was du meinst, ja, weil viele wissen ja nicht, was sie nicht wissen. Ja, genau. Ja, also ich werde natürlich auch alles in die Shownotes packen, die ganzen Links und Infos, damit auch die Hörerinnen und Hörer mal vorbeischauen können. Jetzt haben wir den Finance Buddy angesprochen und es gibt ja den Cockpit Buddy. Und da kann ich auch jedem nur empfehlen, dir auf Instagram zu folgen, weil ich finde es selber immer richtig cool, gerade die Q&As. Nimm uns doch kurz mit, was macht denn der Cockpit Buddy und warum ist es so ein Herzensprojekt von dir? Also das ist aus den Wedding Pals entstanden, aus der Hochzeitsfotografie. Meine Frau und ich haben für Hochzeiten fotografiert, meine Frau dann Vollzeit und ich dann so Teilzeit. Und sie hat eigentlich die ganzen Social-Media-Kanäle betreut. Bloß damals Snapchat, den Kanal habe ich dann gemacht und habe ich natürlich auch was gezeigt vom Fliegen und so. Und dann haben die Leute immer Fragen gestellt, was es interessiert hat, wie das mit dem Fliegen abläuft und so, und mit Piloten und sonst irgendwie, was im Cockpit da passiert etc. Und da gibt es ja ganz viele Fragen und dann habe ich immer jeden Tag eine Frage beantwortet und habe das Flieger-Snap des Tages genannt. Und daraus ist dann irgendwann ein Cockpit-Buddy-Podcast entstanden, weil ich gesagt habe, das nach 24 Stunden ist weg, das muss ich irgendwie konservieren. Dann habe ich den Podcast dann gemacht und dann kamen natürlich immer mehr Fragen, gerade von Leuten, die ein bisschen Flugangst haben. Und dadurch ist dann Cockpit bei denen entstanden, wo ich dann gesagt habe, okay, ich helfe Leuten, die Flugangst haben, helfe denen da Wissen zu vermitteln, natürlich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite denen auch Tools an die Hand zu geben, damit sie ihre Flugangst endlich loswerden. Ich hatte nämlich selber mega lange, jahrelang Höhenangst als Pilot, ja. Also, das weiß ich gar nicht. Ja. Echt jetzt? Ja. Nein. Doch, doch. Hey, wie hast du es denn losbekommen? Das ist ja krass. Ja, genau, das habe ich ja gelernt irgendwann. Mit den Tools. Wahnsinn. Und das ging echt sehr, sehr schnell, ja. Und ich bin jetzt kein Freund von Höhen, immer noch nicht, ja. Also Flughöhe ist was anderes, aber wenn ich zum Beispiel auf dem Eiffelturm stehe und dann die Treppen runtergehe anstatt den Aufzug, boah, ich kann dir sagen, das war früher echt ein Megakampf, ja. Ich stand teilweise wie versteinert da an diesem Gitter und meine Frau noch gerufen, was schaust du jetzt auch runter? Jetzt geh runter. Und ich so echt mich festgehalten und so völlig in meinen Angstgedanken, ja. Und irgendwann habe ich es losbekommen. Ja. Und dann, genau. Und das damit wollte ich halt einfach den Leuten auch helfen, die Flugangst haben. Weil ich sitze ja drin und sobald wir in der Luft sind, ich habe ja ein fettes Grinsen beim Starten, ja. Immer noch. Nach all den 17 Jahren, immer noch, nach all den Tausenden von Flugstunden, die ich schon habe, finde ich Fliegen halt immer noch mega, mega cool. Das aber ich weiß, 10 Meter hinter mir sitzen Leute drin und es ist derselbe Flug und die haben panische Angst. Die haben panische Angst. Ich freue mich meines Lebens und 10 Meter hinter mir sitzt, im selben Flieger sitzen Leute drin, die haben Angst um ihr Leben. Ja? Einfach, weil sie es teilweise nicht wissen, aber auch, weil sie halt so krasse Verknüpfungen haben und alle Geräusche oder keine Ahnung, jeder Wackler oder so ist für verknüpft mit Gefahr oder sonst irgendwie. Und dem ist natürlich nicht so, ja. Aber das aus dem Kopf rauszubekommen, ist natürlich nicht so einfach. Ne? Nee, deswegen ist es mega, dass du das so gut erklärst und auch so, also ernst, aber humorvoll irgendwie. Ich finde den Mix sehr angenehm. Ja, genau. Ich denke, es ist ganz wichtig, weil wenn man Angst ein bisschen mit Humor nimmt, dann hat er schon 50%
verloren, ne, von seiner Macht, würde ich sagen. Ja. Ja. Und gerade beim Fliegen gibt es so viele Mythen und Gedankengänge, wo ich denke so, wow, wie kommen die Leute drauf, ja? Und oft ist es einfach durch die Medien oder durch irgendwelche Filme oder sowas, die nichts mehr der Realität zu tun haben, ja? Die Leute denken immer, wir Piloten sitzen da vorne bei Turbulenzen und wird total schwitzen und ah, hier den Hebel und da Betätigung, 5000 Knöpfe oder sonst irgendwas. Aber im Endeffekt sitzen wir da vorne drin und trinken Kaffee, wenn es turbulent wird, ja? Denke ich mir so, wenn es turbulent wird, dann bleibt bestimmt mehr Essen übrig, da kann ich noch mehr essen nachher. Weißt du, und die sitzen hinten Leute, 10 Meter hinter mir sitzen Leute, die haben Angst in mir leben, weißt du? Und ich denke so, ja, ich trinke jetzt gleich noch einen Kaffee und dann esse ich gleich noch was. Weißt du? Aber das ist halt die Realität, ne? Und die Wahrnehmung ist halt komplett anders. Und ja, den Leuten, denen so, möchte ich gerne helfen, weil es einfach, Fliegen ist einfach so cool. Ja, und ja. Deswegen, ach, cool. Deswegen ist Cockpit bei dir entstanden und deswegen mache ich das jetzt auch noch. Und dann mache ich immer regelmäßig Live-Q&As auf Instagram oder Podcasts. Ich habe auch diverse Produkte, biete auch so Coachings an für die Leute, die halt Flugangst haben. Aber das ist auch wieder dieses Zeitthema, was du vorhin angesprochen hast, um den Loop hier wieder zu schließen. Das habe ich jetzt einmal dieses Jahr live angeboten, wo ich dann okay, so 6 Wochen quasi, 6 Sonntage. Ist das mit dem Flug am Ende? Genau. Nee, genau. Doch, dann ja, gehen wir auch zusammen fliegen und so. Der Flug wurde jetzt leider gecancelt von der Airline, ja. Oh nein. Ja gut, ist halt so gerade die Phase, aber ja. Aber die Leute sind auch selber noch geflogen und sehr, 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 sehr gute Ergebnisse haben sie erlangt. Das ist sehr, sehr cool. Also ohne Angst. Das ist echt schön. Aber wenn du Pilot geworden bist, dann habt ihr ja da keine Ausbildung gemacht. Wie baue ich ein Unternehmen auf? Wie gründe ich eine Firma? Ja. Und beim Chillpreneur geht es ja um beides. Ich sage immer, weil viele sagen ja, Chillpreneur, du chillst nur. Ich sage, nein, es gibt ja den Chill-Teil und den Preneur-Teil. Es geht nur darum, sein Business so aufzubauen, dass man nicht daran gesundheitlich zugrunde geht, weil man sich so reinstresst oder allgemein einfach Stress hat. Und deswegen vom Preneur-Teil würde mich jetzt bei dir interessieren. Du bist ja ohne Vorwissen quasi oder ohne unternehmerisches Wissen reingegangen oder kommst du aus einer Unternehmerfamilie oder hattest du da irgendwelche guten Quellen? Ich hätte ein Negativbeispiel in meiner Familie. Oh. Meine Eltern waren selbstständig, aber waren, was zahlenmäßig angeht und so den Preneur-Teil sozusagen, wie du es genannt hast, war eine grandiose Katastrophe, um es mal so zu sagen. Ja. Also die hatten jahrelang Restaurant, das lief teilweise auch sehr gut, aber dann lief es auch ganz, ganz schlecht und ich bin ganz froh, dass sie dann mit irgendwann aufgehört haben. Aber ja, die haben am Endeffekt sind sie plus minus null rausgekommen, was natürlich schade ist, weil sie sehr viel Arbeit reingesteckt haben. Aber ich habe halt eigentlich gesehen, wie viel Arbeit die da reinstecken. Und ich habe immer gesagt, ich werde nie in meinem Leben werde ich selbstständig. Never ever tue ich mir das an. Niemals, ja. Wann kam der Switch? Da kam der Switch in der Midlife-Crisis, ja. Dann echt jetzt? Ja, ernsthaft, ja. In der Midlife-Crisis. Ich war so Mitte 30 und ich fand das Fliegen immer noch geil, aber ich war so, ja, wie soll ich sagen? Ich habe alles so erreicht gehabt, was ich mir so gewünscht habe. Und dann bin ich in so ein Loch gefallen, ne? So wirklich so mit so Midlife Crisis, ja. Und war total unzufrieden, obwohl ich alles hatte, was ich mir erwünscht hatte. Mhm. Und dann haben wir die Wedding Palace gegründet. Also war ein hattest Hobby. Du vorher, hattest du vorher schon fotografische Kenntnisse oder war das wirklich so, ich glaube, fotografieren ist cool, ich fotografiere jetzt mal? Ich hatte mal so einen Schülerjob und so und Jane und ich, wir sind ja Asiaten. Wir fotografieren natürlich genetisch bedingt natürlich sehr gerne. Wir sind schon mit der Kamera auf die Welt gekommen. Du hast ja einen nach dem anderen raus, ey. Wir dürfen das ja sagen, ne? Wir sind ja Asiaten. Ja. Daran habe ich einfach noch nie gedacht, ey. Ja, und so kam das ja auch. Die Freunde wussten, dass wir halt gerne fotografieren und ja, und dann haben die gefragt, wollt ihr nicht vielleicht ein bisschen bei uns zur Hochzeit fotografieren? Und so kam das dann mit den Hochzeitsfotografien. Und dann haben wir das überlegt, ob wir das richtig machen oder nicht. Ne? Und dann auch richtig Equipment investieren und so. Und dann haben wir uns natürlich auch auseinandergesetzt mit dem ganzen Entrepreneurship-Thema und sowas. Unternehmen, wie machst du das? Selbstständig aufbauen. Aber ich hatte mega Respekt davor. Aber ich bin immer so, generell bin ich immer so, okay, ja, was sind die Möglichkeiten? Was für Risiken gibt's? Okay, let's do it. Ja? Cool. Ja. Und ich bin jetzt von Natur aus natürlich eher risikoscheu. Ne? Als Pilot versuchst du natürlich eher Risiko zu vermeiden. Bin dir dankbar, dass du es sagst. Aber unter den Piloten bin ich, glaube ich, schon eher risikoaffiner. Ne? Also in der Bandbreite, die es da gibt. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Aber nichtsdestotrotz hatte ich natürlich schon mega Respekt davor. Ne? Was war für dich so die größte Challenge am Anfang, als du gesagt hast, oder ihr beide zusammen, hey, ich bin hauptberuflich Pilot, aber komm, wir machen nebenbei die Wedding Pilots.
es gibt ja viele, die sich gerade logischerweise erstmal nebenberuflich selbstständig machen und das Ganze aufbauen. Was sagst du, war da für dich entweder die schwierigste Phase oder die größte Challenge? Ich glaube, am Anfang, das ist, also für mich war es am Anfang am schwierigsten, weil du, wie beim Fliegen auch, du stehst vor so einem Berg und du hast so viele Möglichkeiten, so viel Wissen, was du halt aufnehmen kannst und du weißt aber nicht, was wichtig ist. Aber der einzige Weg, das herauszufinden, ist halt, was für dich passt. Das ist ja immer die Frage, was passt zu dir, wenn du es halt machst. Ne? Du musst halt Erfahrung sammeln. Und die kriegst du halt nur, wenn du es tust und Fehler machst. Ne? Und da am Anfang ist halt immer so, man versucht halt Fehler zu vermeiden, aber wenn du checkst, dass das nicht funktioniert, dass du Fehler machen musst, dann ist es einfacher. Ne? Und als ich dann durch diese Phase durch bin, war es dann auch einfacher mit den anderen Sachen, ne? Mit Cockpit Buddy, Finance Buddies und so, als wir mit Wedding Pilots durchfahren, dann war ja klar, okay, du musst Erfahrung sammeln, auch wenn es eine komplett andere Branche ist, ne? Coaching im Vergleich zu Hochzeitsfotografie, hast andere Kunden, hast andere Kanäle, ist ganz was anderes oder sonst irgendwie, andere Medien. Aber dann, ja, du musst einfach probieren, machen und tun. Und natürlich habe ich viele Sachen probiert. Von denen haben, von 10 haben 9 nicht funktioniert, ne? Muss man ganz ehrlich auch sagen, ja? Ja. Alles Mögliche. Und dann folgst du irgendwelchen Gurus, dann schaust, machst da ein Programm mit oder sonst irgendwas, ja? Und klar, jedes Programm bringt dich irgendwie ein bisschen weiter oder jedes Buch bringt dich auch weiter. Aber im Endeffekt ist es die Erfahrung, die da am Schluss zählt, ja. Gibt es einen Fehler, wo du sagst, der war echt sehr lehrreich? Ja, also in jedem Business habe ich bestimmt Fehler gemacht, wo ich sage, hey, das war eine Vollkatastrophe oder so, ne? Also jetzt zum Beispiel bei Wedding Pilots haben wir halt handwerkliche Fehler gemacht. Wir haben irgendwelche Fotos vergessen. Das heißt, oder nicht drauf bestanden. Ja, eine Braut wollte, hat sich hinterher beschwert, dass sie Fotos vermisst. Also besser gesagt, die Mutter einer Braut hat sich beschwert, dass es ein Foto nicht gibt. Aber wir haben immer fünfmal gefragt, wollt ihr das Foto noch machen oder sonst was? Aber dann haben wir, okay, dann haben wir das geändert, haben wir gesagt, okay, pass auf, wir machen die Fotos. Egal, ob du das jetzt willst oder nicht, aber damit wir das auf der Liste haben und damit wir safe sind, ne? Damit dir hinterher gar keine Beschwerden kommen oder sowas, ne? Und das ist aber auch wieder aus dieser Erfahrung entstanden, ne? Wenn du halt das Problem einmal hattest, dann wirst du den Fehler nicht nochmal machen oder so. Um Hilfe fragen ist keine Schande. Du hättest gern auch einen entspannteren Alltag, aber du findest nicht genau heraus, wie du das hinbekommst? Jeder erfahrene Sportler hat einen Trainer an der Seite. Deswegen lass uns gemeinsam sprechen und herausfinden, wie du in einen entspannteren Alltag und vor allem stressfreieren Businessalltag kommst. Geh jetzt auf www.der-chillpreneur.de und wähle den gratis Anti-Stress-Coaching-Call oder klick auf den Link in den Shownotes. Ja, das stimmt. Cockpit Buddy. Ja, man lernt ja immer dazu und fängt ja nicht beim gleichen Wissensstand an, sondern ist ja wieder ein paar Schritte weiter. Ja. Genau. Und bei Cockpit Buddy, was soll ich sagen? Ich glaube, im Endeffekt war es so, dass ich versucht habe, dass den Leuten, weil da war der Frust, war einfach so da, dass halt viele Leute, ich weiß, dass es den Leuten hilft, zu fliegen zu gehen, die Tools und das zu machen. Aber ich habe mich davon frustrieren lassen, dass die meisten Leute sich gar nicht helfen lassen wollen. Und dann ich weiß, Fehler, was du meinst. Ja, und dann war mein Fehler, dass ich versucht habe, jeden zu bekehren, sozusagen, in Anführungsstrichen. Und bis ich dann gecheckt habe, ich kann nur die retten, sage ich mal in Anführungsstrichen, die das auch wollen. Ja. Und selbst davon werden immer noch 80-90% der Leute abspringen. Ja. Bis ich diese Lektion begriffen habe bei Cockpit Buddy, das hat schon ein bisschen gedauert, weil es mich schon sehr gefuchst hat, ne? Weil ich immer wieder versucht habe, hey, ich versuche denen zu helfen und ich biete meine Hilfe an und auch teilweise umsonst und sonst irgendwas, ne? Viel Zeit investiert und so. Aber die Leute wertschätzen das meistens auch nicht. Ja, und du bist dann hinterher noch frustrierter, weil die Leute es da nicht umsetzen. Und das war natürlich dann mega frustrierend. Ne? Das war businesstechnisch jetzt ein Shift, aber was jetzt, also natürlich finanziell gesehen nicht so einen großen Shift gebracht hat, aber für mich war das halt, wo ich in dieses Unternehmen lenken möchte, schon ein großer Shift, ja. Verstehe ich voll. Ich merke das ganz interessanterweise, wenn ich Insta-Umfragen mache, jetzt gerade natürlich im Bereich Stressmanagement, wie geht's dir, wie fühlst du dich, bräuchtest du Tipps, bräuchtest du Hilfe? Und dann sehe ich, wer antwortet, nein, mir geht's voll gut. Und dann sind es aber Kontakte von Kontakten oder Menschen, die ich vielleicht selber kenne, wo ich weiß, boah, da brennt die Hütte, da ist gar nichts gut. Aber die geben dann ja alles voll lässig, wo ich mir denke, krass. Also man kann eben, wie du sagst, nur denen helfen, die selber geholfen werden wollen. War das korrektes Deutsch, aber ich glaube, wir wissen, was ich meine. Was sagst du denn zu dem Wort oder dem Begriff Work-Life-Balance? Also schwieriges Wort, finde ich, ehrlich gesagt. Ne? Das würde implizieren, dass es da irgendwo eine Balance, perfekte Balance gibt oder so, nach der es sich zu streben lohnt. Ja, aber
Also jeder Mensch ist halt unterschiedlich, ja, und ich brauche auf jeden Fall meine Ruhephasen. Ne? Ich brauche Phasen, wo ich einfach nichts tue. Ich kann arbeiten wie eine Höllenmaschine und kann auch mehrere Bälle gleichzeitig jonglieren. Ich kann auch viel arbeiten nebenher, das ist nicht das Problem, aber ich brauche auf jeden Fall meine Ruhepausen. Und wenn ich die nicht bekomme und wenn ich die auch währenddessen auch nicht mit Sport ausgleichen kann, dann weiß ich, dann funktioniert das nicht. Ne? Dann bringt dann. Wie wirst du dann, wie äußert sich das bei dir? Nee, ich bin schon sehr stressresistent, ne? Also ich bin schon sehr resilient, ne? Natürlich durch den Job musst du das natürlich auch sein. Wir haben natürlich sehr, sehr lange Tage auch. Und ja. Du musst ja beim Langstreckenflug, das musst du natürlich bewusst sein, ne? Du startest morgens, keine Ahnung, und landest dann mitten in der Nacht irgendwo. Hast dann 14, 15, 16 Stunden auf der Uhr. Und du musst aber am Schluss fit sein. Mhm. Du musst am Schluss das Beste geben. Und wir wissen alle, der Akku wird über den Tag nicht aufgefüllt, normalerweise, sondern wird immer leerer, ja. Aber du musst am Schluss deine Bestleistung aufbringen. Und das ist natürlich, da musst du natürlich schon entweder einen hohen Stand mitbringen oder musst halt dafür schützen, so sorgen dafür, dass halt die Energie geschützt wird, ne? Und das habe ich dann schon gelernt jetzt über all die Jahre hinweg, jetzt in der Flugzeit. Und das hilft mir natürlich auch natürlich mit den anderen Sachen, mit den Nebenbeschäftigungen, sag ich mal, oder mit den Hauptjobs als Papa, als auch mit den Finance Buddies und Cockpit Buddies, ja. Ja, aber wie werde ich dann? Ja, also ich merke es selten, ich habe es relativ gut im Griff noch. Aber wenn ich dann irgendwann den Tipping Point erreicht habe, dann sage ich dann auch, pass auf, dann sage ich auch wirklich, dann sage ich auch zu meiner Frau, pass auf, wir können über alles reden, aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt für mich. Ja, ich schaffe das nicht. Ich bin jetzt kurz davor, überzulaufen. Ich kann es gut einschätzen. Ja. Jetzt bitte trag nichts noch Neues an mich heran. Ja, nichts Neues mehr oder sowas. Ja, wirklich. Und dann sage ich auch, zu allem sage ich dann nein. Ich sage, weil ich mich schützen muss. Ich sage einfach nein, ja. meine ich. Das war auch eine Lektion, wo ich gelernt habe, dass ich nicht allen Leuten helfen kann, dass ich dann auch sage, meine ich. Ich helfe den Leuten nicht, wenn sie nicht wollen. Ne? Und dass ich dann meine Hilfe auch nicht mehr anbiete. Ich biete es immer noch viel zu viel an, sagt meine Frau immer und sagt ja so, das ärgert dich immer nur, wenn du das den Leuten anbietest, ja, in welchem Bereich auch immer. Weil die Leute es da nicht machen. Deswegen schützt deine Zeit. Und das ist so die Lektion, die ich so aus den zwei, drei Businesses, die wir jetzt gemacht haben, gelernt habe, dass ich meine Zeit schützen muss. Das ist so, glaube ich, meine Work-Life-Balance ist auf diesen Satz runtergebrochen. Ich muss meine Zeit schützen. Ne? Ja, keine Hilfe ohne Auftrag. Das war für mich so eine schöne Zusammenfassung mal, weil da sind wir uns ja ähnlich. Ne? Gerne helfen, gerne viel geben. Aber man darf auch irgendwann mal sagen, bis hierher und nicht weiter. Oder von mir aus morgen oder wann anders. Aber heute ist ja einfach Schicht im Schacht. Ja, jetzt mal so ein harter Topic-Switch tatsächlich. Und zwar hast du gerade ja schon angesprochen, wenn ihr auf Langstrecke seid, dann seid ihr teilweise 14, 15 Stunden unterwegs oder noch länger. Und gerade am Ende muss man ja wirklich performen. Da gibt es nicht so, ach, wir müssen noch landen, aber puh, eigentlich bin ich müde. Ich will gerade nicht. Wie sieht's denn aus? Ich weiß nicht, wie viel du darüber sagen kannst oder wie das überhaupt ist, im Mental-Health-Bereich bei Piloten. Kriegt ihr irgendwie Stresstraining? Kriegt ihr da irgendwie auch so mentale Unterstützung, Techniken? Oder wie kann man sich das vorstellen als absoluter Laie bei Piloten? Ne, das ist natürlich schon ein großes Thema natürlich. Ne? Ich meine, der Stressfaktor ist sehr, sehr hoch. Wir sind natürlich so im Hochrisikobereich unterwegs. Ne? Das muss natürlich sein. Und kleine Fehler können natürlich große Auswirkungen haben. Ne? Dass wir alle Fehler machen, du brauchst eine richtige Fehlerkultur. Das ist das eine. Und du brauchst natürlich die richtigen Backup-Systeme oder Check-Systeme. Ne? Und die sind schon installiert, das muss man schon sagen. Da wird viel gemacht in der Fliegerei, da sind sie sehr, sehr fortgeschritten, sodass auch zum Beispiel sehr viele andere stressige Jobs, wie zum Beispiel OP-Säle, OP-Teams oder sowas, sich viele Sachen bei uns abgeschaut haben. Ne? Ach, krass. Wie gehen wir mit so Stress um? Was für Checklisten gibt es und sowas, ja? Und wir sind auch im regelmäßigen Austausch und da gibt es immer wieder regelmäßige Schulungen natürlich, ne, was, dass man die Resilienz aufbaut, ja. Und dass man dieses Crew Resource Management, so nennt man das, ja. Da ist auch ein Teil davon, ist dieses Threat and Error Management, ja. Wie kannst du Gefahren von außen blockieren? Mhm. Und wie kannst du mit denen umgehen, ne, wenn du sie nicht blockieren, also nicht, wenn du denen nicht ausweichen kannst. Und wie kannst du mit eigenen Fehlern umgehen, ne? Oder wie kannst du mit Fehlern von anderen Leuten umgehen? Also zum Beispiel, es kann zum Beispiel auch sein, dass jetzt zum Beispiel Gewitter am Flughafen ist, ne? Wo zum Beispiel, wo die Meteorologen gesagt haben, es gibt's halt nicht, ja. Und die Fälle gibt es natürlich auch manchmal, ne? Dass die Wettervorsagen schlecht sind. Ne? Aktuell ist meine Wetter-App total schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also nicht nur Tag deine. Und jeder sagt was anderes. Ja, genau. Und das haben wir normalerweise nicht in der Fliegerei. Wir haben eigentlich relativ gute Wettervorsagen, aber auch die sind teilweise schlecht manchmal, ne? Je nach Land auch unterschiedlich. Und dann hast du natürlich Situationen, wo du dann an Flughafen ankommst
Und das Wetter ist quasi am Anschlag. Und du hast aber nicht damit gerechnet. Und ja, dann ist natürlich, geht der Stresslevel natürlich hoch. Und wie gehst du damit um? Ne? Dann musst du natürlich in kurzer Zeit Entscheidungen treffen. Ne? Und dann musst du, dann brauchst du gewisse Modelle und Systeme, wie du halt mit diesem ganzen Ding das Ganze kanalisieren kannst, einfach schnell. Ne? Schnell und gut. Ne? Das heißt, Entscheidungen treffen fällt dir wahrscheinlich leicht, oder? Genau. Also schon immer oder konntest du das erlernen? Also ich habe es auch erlernt, aber generell liest mir schon relativ einfach. Aber ich war jetzt relativ risikofreudig, in Anführungsstrichen. Ne? Also im Vergleich zu meiner Gruppe natürlich schon. Aber generell sind Piloten natürlich eher risikoscheu und konservativ. Aber in der Gruppe bin ich schon sehr, sehr, sehr risikoaffin. Ne? Also wenn irgendwas war, ist so immer so, yes, lass uns probieren. Ne? Ja. Was kann man verlieren? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Okay, dann lass es probieren. Ne? Also ins kalte Wasser springen natürlich gerne. Ne? Und ich schaue mir auch gerne viele Sachen einfach an und lese gerne viele Bücher oder sonst irgendwas. Ich schaue mir gerne viele Sachen an, einfach weiter zu schauen. Ne? Das wäre zum Ende. Entschuldigung, ja? Aber du kriegst natürlich auch Entscheidungsmodelle. Also du kriegst da, ich weiß nicht, ob du dieses Vordeck-Modell kennst? Das sagt mir gerade nichts, nee, ich bin ganz Ohr. Ich habe eine Podcast-Folge gemacht, es geht, Vordeck steht, ist die Abkürzung für Facts, Option and Risks, Risk and Benefits, Decision, Execution and Check, ne, Vordeck. Ja, das ist so ein Entscheidungsfindungsmodell, das wir für Piloten halt immer wieder anwenden, immer wieder. Was für Fakten haben wir, was für Optionen haben wir dadurch, ne? Was für Risiko und Benefits haben wir, dann die Entscheidung ausführen und dann nochmal checken. Ne? Und so wird es immer wieder abgearbeitet. Das ist wirklich, in jedem Piloten, kannst du jeden Piloten fragen, Vordeck wird genauso abgearbeitet. Ja? In jeder Notfallsituation oder in jeder Situation wird geschaut, okay, was für Fakten haben, was brauche ich, was sind die Risiken, was sind die Benefits, wenn ich da oder da die Option aussuche, dann treffe ich eine Entscheidung, dann muss ich ausführen, ne? Entscheidung treffen und ausführen, das sind ja nochmal zwei Welten. Ja, das stimmt wohl. In dem Business-Bereich, das kennen wir alle, ja, wir wollen abnehmen, wir gehen ins Fitnessstudio, aber bis ich dann wirklich im Fitnessstudio bin, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Welt, ja. Und genau, und dann irgendwann nochmal zu checken, habe ich das richtig ausgeführt oder haben sich die Fakten geändert oder sonst irgendwas, ja. Und ja, das ist einmal cooles, ja, und so, wir kriegen viele solche Modelle mit der Hand gegeben, weil das natürlich auch, weil man wirklich in sehr, sehr kurzer Zeit Entscheidungen treffen muss. Ne? Und das ist natürlich, klar, da geht es auch um Zeit. Ja. Im Endeffekt ist es so, ja, also psychologisch jetzt gesehen, dass du die Entscheidung ja aus dem Bauch heraus triffst, emotional. Aber du musst es natürlich so irgendwie strukturell verpacken, ja, logisch, rational, damit dein Team-Member, also dein Cockpit-Kollege oder Kollegin natürlich, dass die das auch mittragen können. Ja. Aber wir treffen eigentlich alle Entscheidungen, das haben wir schon Studien herausgefunden, triffst du alle so quasi emotional aus dem Bauch heraus, aus dem Herzen heraus oder sonst irgendwas. Ach, ultraspannend. Ja. Aber du musst es schaffen, dass du beides in ein Boot bekommst, das Emotionale wie auch den Kopf. Weil du kennst ja manchmal so Situationen, wo du sagst, ja, ich weiß, was du gesagt hast, ist vollkommen richtig und ich gebe dir auch 100% recht, aber irgendwas für mich... Es fühlt sich nicht gut an. Es fühlt sich nicht richtig an, genau. Ja. Und das sind so die Momente, wo du sagst, okay, der Bauch hat die Entscheidung schon längst getroffen und ich versuche das jetzt rational irgendwie hinzubekommen, aber es funktioniert nicht. Ja. Das ist sehr spannend. Ja, ja. Also da könntest du mir noch ultra viel erzählen. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall eine Folge-Episode machen. Was mich zum Abschluss interessieren würde, sind zwei Dinge. Punkt Nummer eins, hast du denn ein Lebensmotto oder ein Slogan, der dich motiviert? Also, ja, follow your dreams, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, ich wollte schon als 6-jähriger Pilot werden. Und wenn du, kannst ja auch einen Podcast anhören und so meine Lebensgeschichte anhörst, wie ich Pilot geworden bin, das war nicht sehr, sehr einfach. Ja. Und ja, ich war auch 2 Jahre lang arbeitslos und so. Und ich habe aber nie aufgegeben, an diesen Traum zu glauben. Und auch wenn das ganze Umfeld schon wie ausgelacht hat und gesagt hat, das wird nie was. Deswegen kann ich nur jedem sagen, wenn du einen Traum hast und den dir erfüllen möchtest, dann glaub dran. Und wenn es ein Jahrzehnt dauert oder sonst irgendwas, ja. Die Episode kann ich jedem empfehlen, weil deine Geschichte finde ich echt hardcore, weil du heute natürlich auch so mit einer Lockerheit und Offenheit das Ganze auch erzählst. Da denkt man, ja, läuft, Pilot werden, ne, teuer und so, aber geht schon. Nee, du hast da echt eine krasse Geschichte und hast es echt durchgezogen. Also da können sich ganz viele eine Scheibe abschneiden. Es lohnt sich dann zum Ende eben doch. Dasselbe ist mir jetzt nochmal passiert. Ich weiß nicht, ich bin jetzt ja schon ein bisschen älter, sozusagen, ne? Aber meine Frau und ich, wir haben 9 Jahre versucht, Kinder zu bekommen. Und es war nicht einfache Zeit. Für jeden, der da draußen jetzt Kinder bekommen möchte, der kennt diese Phase wahrscheinlich oder so. Aber ich habe 9 Jahre lang versucht,
oder was heißt, wir haben nicht aufgegeben und wurden belohnt jetzt mit so zwei wunderbaren Jungs, ja, dass wir mega glücklich sind. Vorher 9 Jahre ist auch echt lang. Also da habt ihr echt. Das ist schon lang, ja. Ja. Eine harte Zeit auch, auf jeden Fall. Und ja, aber schöner mit den zwei Kleinen. Umso besser, natürlich, gar keine Frage. Das können wir sind umso dankbarer, natürlich, gar keine Frage. Ja, aber viele Leute geben einfach auf. Und deswegen, eigentlich lässt sich nicht positiv ausdrücken als Follow Your Dream, aber Never Give Up wäre das Zweite eigentlich. Ja. Dass man niemals aufgeben sollte. Das, woran man glaubt. Ja. Superschön. Und zu guter Letzt, gibt es ein Buch oder ein Film oder eine Doku, wo du sagst, hey, richtig gut, muss jeder gesehen, gehört, gelesen haben? Also mein Lieblingsbuch ist Der Alchemist von Paulo. Ja. Das ist der Grund, warum ich überhaupt Pilot geworden bin. Ja. Und wirklich auch, das hat mir auch die Motivation gegeben, einfach durchzuhalten. Über all die Jahre hinweg durchzuhalten. Also beim ersten Mal mit dem Piloten und jetzt auch natürlich auch mit den Eltern Papa werden und so. Weil ich wusste es schon als wir gesagt haben, wir werden Eltern, wusste ich das schon, es wird klappen. Aber ich wusste natürlich nicht, wie lange es dauern wird. Und dieses Buch ist immer wieder gelesen. Ja, es ist einfach magisch, wie der Autor das verpackt hat, diese Story. Und es gibt so viel Motivation, so viel Lebensenergie, so viel Kraft, einfach an seine Träume festzuhalten, wirklich dran zu glauben und niemals aufzugeben. Ja. Auch wenn es noch so schwer ist. Die besten Schlussworte. Vielen, vielen Dank. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Auch ich habe echt viel mitgenommen. Danke für deine Zeit. Dankeschön, Fadi. Danke, dass ich hier sein durfte. Das war's für heute. Vom Stresspreneur zum Chillpreneur. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mit Tipps, wie du Stress besser verstehst und vor allem, wie du deine Ziele erreichst, ohne dich kaputt zu schuften. Weitere Infos findest du auch auf www.der-chillpreneur.de oder auf Facebook und Instagram @der.chillpreneur.